Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Ja, wir haben derzeit ein kleines Nahrungsmittelproblem, das wir probieren gegenzusteuern. Ich habe gegen Ende der letzten Folge schon ein bisschen gegengearbeitet und auch jetzt kurz zwischen den Folgen. Habe noch minimal umsortiert, habe noch einen Köhler, glaube ich, hinzugefügt. Hier Sammler, hier... ja, minimale Änderungen, aber nicht so tragisch. Genau. Und zwar haben wir anscheinend das Problem, dass wir ja gegen Ende des letzten Sommers, genau, irgendwie nicht fertig geworden sind mit dem Abernten. Ja. Das war das Problem. Außerdem habe ich gesehen, hier hatte ich noch Flachs drin, wie man hier sieht. Habe zwar umgestellt auf Hafer, aber das ignorieren die dann irgendwie. Deshalb habe ich jetzt hier das Feld aktiviert und hier auf Hafer gestellt. Jetzt wird der hoffentlich hier Hafer anbauen. Müssen wir dann schauen, dass wir das vielleicht etwas frühzeitig abernten. Damit wir hier nicht ein Problem laufen. So, ich hoffe, der bewirtet das hier. Das ist der. Ja, jetzt holt er mal hier das Gemüse ab, das hier noch drin ist. Und dann hoffentlich legt er los. Wir haben hier Äpfel, die leider dieses Sommer nichts produzieren werden. Die hier auch nicht, dafür die hier und die hier. Okay, ich habe ja gesagt, jetzt auch hier die drei Sammler, die sollten mich jetzt über den Sommer bringen, was Nahrung angeht. Hoffe ich mal. Dann habe ich ja hier zwei Bäcker. Ich finde, die Bäcker bringen eigentlich wenig. Irgendwie. Weil ich brauche da vier Leute für. Und der Ertrag ist irgendwie minimal, finde ich. Kann mich auch täuschen, aber irgendwie kommt mir das so vor. Naja, mal schauen. Ich hoffe, uns geht nicht wieder der Hafer aus. Wenn hier die Tiere jetzt Enrage gehen. Aber zweimal Hafer müsste doch eigentlich reichen. Ich hoffe es zumindest, sonst haben wir wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. Okay, die Schule. Genau, die Schule ist hauptsächlich heute das Problem. Okay, wir haben jetzt noch einen mehr, sehr gut. Hauptsächlich Heu. Heu, Heu, Heu. Wird hier hinten noch Heu gesammelt? Eher weniger. Wo hätten wir denn noch Heu? Ich muss mal hier Ressourcen sammeln. Heuchen. Ach ja, und die Grasfarm habe ich auch nochmal deaktiviert. Weil ich Angst hatte, dass wir zu wenig Nahrung kriegen. Deshalb habe ich jetzt nochmal auf das Heu verzichtet. Muss ich das jetzt irgendwie hier zusammenkriegen? Ja, das priorisieren wir mal. Und so. Jupp. Mal schauen. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, wir brauchen nur noch 50. Das muss irgendwie gehen. Irgendwie muss das klappen. Hier, der Flachs wächst auch weiter, wenn der nichts tut. Ja, das soll mir recht sein. Dann stelle ich da irgendwann vielleicht später einen ein, der das dann aberntet. Okay, der Hafer hier, der wird auch. Okay, okay. Ich hoffe mal, das klappt alles. Genau, hier habe ich auch die Kartoffeln wieder gestartet. Ich habe einfach mal jetzt total auf Nahrung wieder umgeschwenkt, weil wie man hier sieht, es ist ganz übel. Wir haben 6 Fischer. Aber es wird trotzdem weniger hier. Ja, wir haben voll total auf Brot, aber trotzdem. Wir müssen dagegen steuern. Wie gesagt, ich finde die hier ziemlich ineffizient. Ist fast eine Überlegung wert, irgendwo noch einen Sammler zu bauen. Das ist eine Jagdhütte hier.
Ich wäre fast verleitet, hier mal noch einen Sammler dann hinzustellen. Einfach damit wir die Möglichkeit haben, da was zu machen. Genau, hier das Gras habe ich mal deaktiviert. Haben wir hier eigentlich noch Heu? Ich glaube, das wächst nicht nach, oder? Nee. Das ist das Problem. Heu wächst nicht nach. Interessanterweise. Das ist eigentlich komisch. Dass Heu nicht nachwächst. Ah, das könnten wir hier noch priorisieren. So. Okay. Ja, aber Gemüse geht jetzt hoch, das ist gut. Die drei Sammler machen gute Arbeit, so wie es aussieht. Nebenbei gibt es ja hier Fleisch und Eier. Und eben halt das Brot, aber irgendwie, wie gesagt, ist irgendwie komisch langsam. Wie sieht's mit der Schule aus? Da sieht's nicht so gut aus. Sammeln irgendwie kein Heu. Alter, aber Brennholz und Kohle geht so extrem in den Keller. Okay, ich glaube, wir haben mal genug Werkzeuge. Ja, den kann ich auf jeden Fall mal abstellen jetzt. Der soll die noch fertig machen. Jo. Das sind nochmal 14 Stück. Jo, das langt erstmal. Würde ich meinen. Wir haben so viele Fischer und Fisch geht trotzdem total in den Keller. Oh, der Hafer wächst aber übelst schnell. Er ist auch schnell wachsend. Okay. Gut, gut. Hier Flachs. Hm? Okay, okay. Und hier ist halt das normale Flachsfeld, genau. Ihr müsst jetzt ja eigentlich 55, 60, wie ist das im Vergleich zu hier? Die Kartoffeln. Ja, es sind etwa dasselbe, jetzt passt es auch, jetzt ist hier mit dem Wasser. Ich glaube, das hat es gebracht. Ich glaube, das war das Problem, das wir hatten. Okay, wie sieht es jetzt eigentlich hier weiter aus? Immer noch nichts. Ist das zu weit weg? Können die das nicht sammeln? Oder wieso holen die das nicht? Wollt ihr das jetzt? Nee. Sind die Jäger? Die sammeln das Heu nicht. Ich habe so die Befürchtung, das ist zu weit weg. Ich will ja jetzt auch nicht eine Scheune hinstellen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich mache das trotzdem noch mal so. Ich habe ja jetzt theoretisch genug. Man kann ja anstatt Ding zu sammeln einfach hier mal doch das Heu machen. Okay. Ah, hier mal weiterlaufen lassen. Okay, Werkzeug. Na komm, mach mal das noch fertig. Okay, okay, okay. Nahrung ist... Ja, ist verdammt knapp. Hier geht's zwar hoch, aber nur mit Gemüse geht's halt übelst schnell runter. Ich bräuchte halt auch mal andere Bäume noch. Ich würde gern jetzt langsam mal dann den Hafen bauen. Was ist hier gewachsen? Ist das Heu? Ne. Zählt das als Baum? Nöp. Als was dann zur Hölle? Ich habe keinen Plan. Ah, jetzt scheinen sie Heu zu sammeln. Aber woher? Hier vielleicht? Nee, der baut das ja erst an.
Ja, der soll das mal hier jetzt anbauen, von mir aus. Okay, die Kohle geht aufwärts, das ist sehr gut. Der soll hier die Werkzeuge noch fertig machen. Jupp, jupp. Wasserbrunnen ist eigentlich in der Nähe und Weizen. Vielleicht ein bisschen weit weg, aber das kann ja nicht das Problem sein. Der Weizen ist eh hier. Zum Teil. Sorry, mein Hals. Okay. Wie sieht's hier jetzt aus? Heu fehlt noch etwas. Den Rest haben wir. Kann der eigentlich mal loslegen? Nee, das muss zuerst alles da sein. Okay. Müssten wir erstmal Heu sammeln. Okay, okay. Ja, die sammeln Heu. Ist halt extrem weit weg. Vielleicht dauert es deshalb so lange. Und wir haben halt auch nicht sehr viele. Aber ich kann halt nahrungstechnisch, wie man hier sieht, nichts abziehen. Da wird einfach nur weniger anstatt mehr. Das ist einfach übel. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich hier nicht noch einen Sammler hinstelle. Weil der ist halbwegs nah zur Scheune. Und den pausieren wir mal. Und dann können wir halt hier noch mehr reinstecken, wenn es ganz kritisch wird. Vor allem, wenn man den länger nicht benutzt, glaube ich, ist ja dann auch so, dass sich die Ressourcen ja wieder aufbauen sozusagen. Und dann kann man super abfarmen. Wie halt bei den Tieren auch, wenn du länger keinen Jäger hast, hast du ganz viele Tiere und dann kannst du 4 einstellen und die jagen halt mal auf Teufel komm raus. Okay, jetzt soll es hier mit den Chickens abgehen. Ich glaube, ich habe auch nur ein Weizenfeld, oder? Das habe ich, glaube ich, umgestellt, weil den Weizen war ich, wie ich sagte, eh nicht los. Jap, jap. Okay, das sieht gut aus. Traue mich momentan, ich speichere nochmal. Fast nicht auf Geschwindigkeit 10 zu stellen. Sollten wir aber, glaube ich, mal, weil ich kann es, wenn, dann eh nicht verhindern. Der ist fertig, den kann ich abziehen. Okay. Wie sieht es jetzt mit Heu aus? Ja, 20 Heu fehlen noch. Die sammeln gerade Heu. Okay. Ist etwas mühsam. Ich könnte auch hier mal abfarmen, aber ich lasse den Typen jetzt mal machen. Damit wir wenigstens ein bisschen Heu noch kriegen. Ja, die bringen das auch gleich. Fehlt nicht mehr viel. Nochmal Heu? Nee. Irgendwas anderes. Hier nochmal? Okay, die 3. Nochmal? Nee, wieder daneben. Der hier? Jupp. Okay, sind immer so 3. So, Stück für Stück, klein weiß. Alter, Nahrung geht halt übelst runter, aber wir kriegen jetzt Gott sei Dank dann wieder. Und ich kann dann halt auch im Winter hier nochmal vielleicht dann ein paar Jäger reinsetzen, die das hier mal Fleisch besorgen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Spätsommer ist es. Die sind eh schon am Abbauen hier. Ja, wird hier auch noch. Ja, das wird hier. Der beginnt dann auch gleich im Abbauen. Der hier auch. Spätestens wenn der Herbst startet, will ich loslegen. So, jetzt kann ich. Ah, jetzt stellen wir hier mal gleich 3 rein. Ah, 2, damit es schneller geht. Weil wir haben Kinder, die zur Schule gehen können. Dann lohnt sich das, glaube ich. Sehr gut. Ja, hier ist jetzt Max. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, ob wir genug Hafer haben. Aber
Hier kommt noch ein bisschen was raus an Hafer. Das müsste eigentlich langen dann, hoffentlich. Und jetzt müssten wir eigentlich auch dann gut Fleisch und Eier produzieren. Das war eigentlich der Gedanke von dem Ganzen. Jo, die beginnen jetzt hoffentlich sofort sammeln. Herbstbeginn. Ich pausiere mal schnell. Wer soll sofort sammeln, sammeln, sammeln. Alles klar. Und der hier soll auch sammeln. Ansonsten wird das nichts. Der hier hoffentlich auch. Ich hoffe, die fangen jetzt an zu sammeln. Das ist ja fertig. Was tun die noch? Sind hier gar keine Äpfel? Ah doch, der hat das schon alles abgepflügt, oder was? Ja, deswegen haben wir jetzt auch wieder Zeugs. Sehr gut. Legt der schon los? Oder nicht? Ja, jetzt. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier sollte jetzt ja auch was gehen dann. Genau. Und wie gesagt, im Winter hier dann die Hütte. Eigentlich könnten wir dann jetzt auch hier die dann bauen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht so dafür spricht, ich sollte hier ein Haus bauen. Weil wir haben relativ wenig Kinder und hier brauchen wir noch ein Haus. Definitiv. Ach, hier muss ich ja wieder. Ach, Paket. Fuck you! Scheiß unebenes Gelände. Reicht das für ein Haus? Wie groß ist das Ding nochmal? Ne, das reicht ja nie. Das geht hier gar nicht hin. Das geht hier never ever hin. Okay, nach hinten habe ich eins Spielraum. Aber zur Seite habe ich keinen Spielraum. Das wird hier wahrscheinlich nicht klappen. Das ist aber ärgerlich. Außer... Nep, nie im Leben. Weil hier war es ja... Ist es ja auch zu uneben, oder? Ja, natürlich. Verdammt, ich krieg hier kein Haus rein. Wo könnte ich es dann bauen? Hier wäre der perfekte Platz für ein Haus. Ich müsste den Brunnen umsiedeln. Ich könnte natürlich einen Brunnen hier bauen und den Brunnen hier bauen. Weil den Brunnen kriege ich doch hier hin. Ich lasse mal auf 5 weiterlaufen. Ich könnte natürlich einfach hier den Brunnen hinbauen. Theoretisch. Und dafür dann hier ein Häuschen. Na, das wird knapp. Das geht auch nicht. Weil ich hier den Brunnen nicht hinkriege. Wo könnte ich denn nicht noch einen Brunnen bauen? Fuck. Mist! Mist, 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 Mist. Ich kann dann halt auch einfach hier einen Brunnen bauen. Für die und einen hier. Oder hier. Das könnte ich natürlich tun. Das könnte ich tun. Das werde ich auch tun. Das heißt, weil hier kann ich ja eh nichts Sinnvolles reinbauen.
könnte natürlich einfach auch hier eine Hütte hinstellen, wenn ich hier noch mehr Felder baue. Das ist auch eine Idee. Ist eigentlich gar nicht dumm. Weil habe ich hier die und hier noch ein Hütchen und hier noch... Okay, ich habe gerade den Masterplan. Masterplan! Perfekt, passt hier genau rein. Go! Ach, fuck. Entschuldigen Sie meine Kraftausdrücke. Muss immer schauen, wo der Eingang ist. Den hätte ich nämlich gerne derzeit irgendwie in diese Richtung. So, vielleicht stand es auch vorhin so. Ich weiß es nicht. Dann hier noch so eine Straße. Okay. Very good. Nahrung ist incoming. Sehr schön. Jetzt, wenn wir da mehr Fleisch und Eier haben, sollten auch Fisch wieder mehr werden. Ich sag, ich hoffe nur, dass der Hafer reicht. Jawohl, wir haben extrem viel Kohle jetzt. Ich glaube, ich kann mal einen Köhler abziehen. Damit wir da ein bisschen Brennholz kriegen. Okay. Die bauen... Jawohl, die Schule ist fertig. Dann setzen wir da gleich mal einen rein. Und hier können wir auf 2 reduzieren. Okay, jawohl, Schule. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sollten unsere Kinder dann schneller und besser als ungebildet. Genau, arbeiten schneller und besser. Sehr gut. Dann wäre das nächste Projekt eigentlich der Hafen. Gut, gut. Dann schauen wir diese Folge noch, wo wir den hinbauen könnten. Oh, Halleluja. Ah, das passt hier doch perfekt hin. Wunderbar. Den pausieren wir definitiv mal. Da haben wir noch nicht die Mats dazu. Vielleicht im Winter können wir das ändern. Heu wird ein Problem. Weil der hier... Ach doch, der hat ja noch Gras. Der muss das abernten. Aber ganz schnell auch noch. Dann haben wir mehr als genug Gras. Der ist auch am Abernten. Gut, gut, dann könnte das doch was werden. Ja, für diese Folge soll es das aber wieder gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu Life is Feudal. Bis dahin und tschüss.